Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge von DBD. Heute mit einer kleinen Challenge, die ich überlegt habe. Und zwar ist das Ganze auch ein Kooperationsvideo. Ihr kennt ihn. Es ist die Entity-Schule mit dem Dieter. Jo, grüß dich. Und zwar spielen wir heute Wenn ich du wäre. Ein altes, aber klassisches Spiel, in dem man abwechselnd hin und her sagt, wenn ich du wäre, eine Aktion dann sagt und dann dementsprechend auch ausführen muss. Ich will aber nicht ganz so viel verraten, weil das Ganze soll ja auch eine Überraschung werden für euch oder auch für den Dieter. Deswegen fängt das Ganze auch jetzt schon an, also in der Lobby, wo ich jetzt dem Dieter ein Perk-Bild vorschlagen werde. Deswegen, lieber Dieter, wenn ich du wäre, würde ich mit folgenden Perks spielen. Objekt der Besessenheit oder Objekt, oder Objekt der Beschissenheit. Pass auf. Weiter geht's mit Verzerrung, Borrow Time und, weil ich auch lieb bin, darfst du Dead Heart mitnehmen. Ja, ich habe schon gedacht, genau. Jammer und so. Nein, das wäre ja voll assi. Aber ich fände es auch schön, wenn du auch einen Gegenstand mitnehmen würdest. Deswegen fände es schön, wenn du den besten Werkzeug hast und die besten Add-ons mitnimmst. Alles klar. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich in der Runde. So, jetzt sind wir in der Runde. Wurde auch mal Zeit. Perfekt, du bist sogar direkt schon neben mir, Dieter. Ja, wenn ich, wenn ich du wäre, würde ich mein Item ablegen, dass ich es mir nehmen kann. Oh nein! Scheiße! Da warst du zu langsam. Du weißt, wenn ich du wäre, dann würde ich dann nach vorne den roten Spieß da reinfügen und ein paar Sekunden drin bleiben. Was? Alter! Wo ist der denn? Da war der große Spieß. Au! Alter! Okay. Wenn ich du wäre, würde ich bei der nächsten Palette teabaggen und stehen bleiben, mich umhauen lassen. Oh, nee. Okay, es kam dazu gar nicht. Lauf mal zum nächsten Gen, hier. Ja, das ist der dritte. Wenn ich du wäre, würde ich dreimal um den Gen laufen, erst dann den Gen reparieren. Oh, Mann. Ei. Ja, ich glaub schon. Dann würde ich jetzt in diese Richtung den Wald ablösen und dem Stoß in die Gegend laufen. Nein! Oh. Aua! Oh Gott! Wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt, würde ich versuchen, mich abzuhängen und dann am Haken stehen zu bleiben. Ich glaube, der andere ist schneller als ich. Aber du musst nur einen Schlag tanken. Da musst du trotzdem okay stehen bleiben. Und einen Schlag abwarten. Ja. Ernsthaft? Ja. Aua! Oh Gott! So, du hast einen Schlüssel. Wenn ich du wäre, würde ich in den nächsten Schrank laufen und warten, bis die erste Krähe rauskommt und dann wieder rauskommen erst. 6,5 Stunden später. Stimmt. Richtig. Aber er kann mich auch nicht sehen, weil ich im Spiel bin. Ah, stimmt. Da ist die Krähe. Dann können wir raus. So. Also, dann. Also, die Krähe sieht gut aus bei dir. Ja, danke. Aber es ist nur eine Krähe. Das Ausgangstor ist offen. Wenn ich du wäre, würde ich das Ausgangstor aufmachen. Du Arsch. Da ich ja nur mit einem Perk spielen darf und das ziemlich unfair ist, würde ich sagen, darfst du, wenn ich du wäre, ohne Spielsound spielen. Halt einmal. Halt einfach einmal. Dieter, wenn ich du wäre, würde ich einen lila Schlüssel mitnehmen mit den passenden Add-ons, dass wir mit der Luke entkommen können. Also, wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt mal zum Dead Dorm Saloon, damit wir von der Map kommen. Ja. Und sich ablösen von den Kindern. Ernsthaft? Ein paar Sekunden später. Schön. Ah, da bist du! Warte mal! Da komm! Du kannst mich ja mal heilen, oder? Ja, warte mal dann. Lass uns mal weglaufen, irgendwie. Oh Gott. Okay. Das ist gut. Also, weißt du, wenn ich du wäre, würde ich jetzt genug wieder durchspringen und in den Spind da hinten schnell reinhüpfen und ein paar Sekunden drin bleiben. Also, das ist wunderbar. Danke. So. Jetzt kann ich hier in Ruhe retten.
Wenn ich du wäre, würde ich vor dem zu rettenden kurz mal teabaggen, bevor du ihn abhängst. Wenn ich du wäre, würde ich beim Heilen auch einen Fähigkeitscheck zerreißen. Es ist direkt weg. Ach so. Oh, ich hab mich geschockt, aber ich hab nichts mitbekommen, weil ich nichts höre. Ja. Das ist schon da, sie gegen den Doktor zu spielen ohne Sound. Ja. Wenn du abgehängt hast, würde ich auch sagen, wenn ich du wäre, würde ich auch mal für 5 Sekunden da stehen bleiben am Haken. Okay. Ja. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt während der Jagd auch keine Paletten benutzen. Also wenn ich du wäre, würde ich für die restliche Zeit, wo ich verfolgt werde, jede Palette droppen, die du auf der Map findest und du musst die ganze Zeit herumlaufen. Ja, der Doktor ist aber gerade irgendwie da. Du hast ihn zu mir geschickt. Wenn ich du wäre, würde ich mich nicht heilen lassen. Okay. Also wenn ich du wäre, dann würde ich für den Rest der Runde immer an meiner Seite bleiben. Oh Gott! Die Challenge kenne ich irgendwo her. Gott, mir geht's. Ah. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt die nächsten 30 Sekunden überall schnell drüber springen. Oh Gott! Darf ich dich doch noch abhängen davor? Ja, das kannst du machen. Okay. Also ich soll jetzt 30 Sekunden eine Runde laufen und überall drüber springen. Okay. Oh Gott. Warte mal. Ah, fuck, da ist kein... Oh Gott. Warte mal, wo ist denn das nächste Ding? Da ist noch ein Fenster. Ich würde so sagen, so 15 Sekunden sind rum. Okay, da ist noch ein Fenster. Alter, was denkt sich denn eigentlich der Doktor, wenn er die Runde mit uns spielt? Ja. So. Jagt der Doktor dich? Ja, die ganze Zeit. Okay. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt keine Fenster benutzen. Ja, cool, ich wollte gerade nur durchhüpfen. Oh Mann. Die Claudette wollte mich gerade heilen und nicht so blöd. Wenn ich du wäre, würde ich stehen bleiben, ich könnte dich heilen. Aber nee, renn weiter, wenn du wärst, renn weiter, der Doktor kommt. Ich denke mir gerade, aber der Killer ist bei mir. Wenn du wäre, würde ich dann, wenn du das nächste Mal zu Boden geschlagen wirst, den Rest der Runde einfach direkt besiegen. Was? Oh, Alter, wie assi. Oh, bitte schlag mich nicht nieder. Nein! Also, wenn ich du wäre, würde ich jetzt einfach mal aufhören, den Cenzo zu bearbeiten und einfach 30 Sekunden stillstehen bleiben, bis der Killer kommt. 30 Sekunden stehen bleiben? Ja, und wenn dazwischen der Killer kommt, dann bin ich weggekommen. Okay, 1, 2, 3. Und was machst du so hier? 4, 3, 2, 1. Okay, jetzt kann ich weitermachen. Jagt er dich noch? Ja. Wenn ich du wäre... wenn ich du wäre, würde ich jetzt nur oben bleiben. Nee, ich würde ihm hinterher springen. Also wenn ich du wäre, würde ich jetzt den Killer mit der Flasche zu mir locken und dann einfach wegrennen. Was? Ich wollte... Ja. Du hast mich richtig gehört. Okay. Oh ja, ich höre jetzt, okay. Nein! Also wenn ich du wäre, würde ich, nachdem du gerettet wurdest, die nächsten 10 Sekunden lang mit der Flashlight herumblinken und dabei herumlaufen. Was? Blink und rumlaufen? Alter. Das sieht so geil aus. Flashlight, Kino. Oh Gott, bitte mal, heb mich auf. Nein, mein Entscheidungsschlag! Ja! Jawohl! Ja, perfekt und ich habe unbeugsam! Ha, du Opfer! Perfekt! Und ich jawohl! Auch wieder! Jawohl! Ja, wenn du wärst, würde ich jetzt 5 Sekunden hier stehen bleiben. Toll! 1, 2, 3, 4, 5 und ab! Und ab! Danke.
So, dann nochmal vielen Dank an die Entitas-Schule für das schöne Kooperationsvideo. Ich verlinke euch jetzt einfach am Ende des Videos nochmal das Video vom Dieter passend zu der ganzen Kooperation bzw. zur Challenge. Schaut auf jeden Fall mal gerne vorbei, wenn ihr noch mehr DBD-Videos sehen wollt. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde von DBD oder von einem anderen Genre auf unserem Kanal. Bis dahin, macht's sich gut, macht's besser. Ciao, ciao.